2013 kamen rund 120.000 asylbewerber aus nordafrika und dem nahen osten in die union. wie viele davon sympathisanten islamistischer bewegungen sind oder gar ihnen selber angehören ließe sich mit einem einfachen computerprogramm statistisch hochrechnen. nur die europäische politik will offensichtlich gar nicht wahrhaben dass bei uns eine immer größer werdende islamistische zeitbombe tickt. wen wundert es daher dass mit den islamisten eng verbundene personen und gruppierungen von der offiziellen eu seite hofiert ja unterstützt werden wie zum beispiel der vorsitzende der al muntada stiftung der zum letzten jahrestreffen der europäischen kommission für humanitäre hilfe und zivilschutz eingeladen war und dessen stiftung mutmaßlich zu den finanziers von boko haram zählt? ich fordere daher die angesprochenen eu stellen auf sich etwas kritischer mit dem islamismus zu befassen den Islamisten keine Bühne mehr zu bieten und nicht aus Ignoranz oder auch aus Dummheit Islamisten durch die Hintertür in unserem Parlament salonfähig zu machen. Besten Dank.